Hier. Nein. Oh mein Gott. Okay, perfekt. Und jetzt baue ich dir ein Bett noch ab. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Heute auf dem lieben Bergwerk Lab Server und ich schaue jetzt mal, dass es gleich mal losgeht. Was haben wir denn da? Ich möchte auch in dein Team. Ich bin jetzt auch in Team Rot. Hallihallo, Melody. Wir spielen heute zusammen und zwar auf der Map Tempel. Ich möchte euch nämlich, solange das die Beta-Phase ist, möchte ich euch natürlich auch genügend, naja, wie soll ich sagen, genügend verschiedene Maps zeigen. Ich glaube, die Map hatten wir jetzt noch nicht. Weil ich glaube, wir hatten Desperado und Modern oder Villa in der letzten Folge. Und da habe ich euch ja gefragt, ja, was ist denn da los mit diesen Diamanten, ne? Was macht man denn damit mit diesen komischen Dingern da? Mit den Smaragden kann man nämlich sich mit dem Teleporter teleportieren, das ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Das tut mir sehr leid. Aber jetzt wisst ihr es und... Oh, sie ist gestorben. Das ist natürlich ein tragischer Verlust für uns, aber ich akzeptiere das. Und, hä? Okay, bin ich... Hä, ist das jemand von unserem Team, oder? Hä? Ich dachte, ich bin mit ihr im Team. Okay, da bin ich halt im Team. Grün ist auch in Ordnung. Ein Gold habe ich, okay. Ich könnte mich jetzt theoretisch auch rüberbauen, aber wieso sollte ich das machen? Die sollen sich hier erstmal jetzt rüberbauen. Dann kann ich mich hier hochbauen. Und wenn die da kommt, schubse ich sie runter. Da bin ich ein fieser Gebeider. Schlauer Typ, Thomas. Du bist so ein schlauer Typ. Oh, oh. Oh, oh. Er kommt, er kommt. Nein, nein, nein. So, und er fällt. Perfekt. Die andere Rote da oben, die Mandy. So. Die hat jetzt schon mal einen Hit kassiert. Das ist sehr gut. Okay, die isst irgendwas da. Ey, hallo. Oh, 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 die kassiert. Oh, und da ist sie tot. Okay, dann jetzt ganz schnell hier das Gold holen und ab nach Hause. Hilfe, hilf mir. Ich muss gehen. Okay. Oh, 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 okay, Leute. Okay, 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 okay. Schnell zurück. Ich weiß nicht, ob die jetzt hinter uns sind. Ja. Oh, alter Schwede. So. Wisst ihr was, Leute? Ich kaufe mir jetzt ganz schnell hier das hier. Ich kaufe mir jetzt mit Absicht gar keinen Bogen, weil ich glaube, dass ich sonst sterben werde. So. Perfekt. Erstmal ganz schnell jetzt was reinsnacken hier. Und... habe ich nämlich ein extrem gutes Schwert, damit ich im Nahkampf schon mal abgehen kann. Dann packe ich das hier rein. Dann kaufe ich mir, würde ich sagen, noch ein paar Blöcke hier. Eine Spitzhacke, eine bessere. Beziehungsweise ich hatte ja noch gar keine. Okay, perfekt. Die in der Mitte verteidigt, glaube ich, gut bei uns. Aber wie ich sehe, unser Bett ist gar nicht eingebaut. Das baue ich dann mal ein. Weil ich das dann einfach so unser Bett weg ist. Und ich könnte jetzt dann im Prinzip mit dem Teleporter nach Hause. Aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Okay, dann kaufe ich mir noch ein bisschen was zu essen hier. So. Perfekto. Danach runter. Und dann... ja. Dann gehe ich einfach mal nach vorne. So. Ich hoffe, es ist jetzt niemand in der Mitte. Ich habe nämlich gesehen, es gibt auch Schneebälle, womit man Leute runterschmeißen kann. Das finde ich auch ziemlich... overpowered. So. Oh oh. Achtung, vorsichtig, Thomas. Ganz, ganz vorsichtig. So. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Ich habe keine Ahnung, inwiefern mir das jetzt was bringt. Stier. Nein. Oh mein Gott. Okay, perfekt. Und jetzt baue ich dir ein Bett noch ab. Wo ist der Typ denn? Okay, jetzt baue ich mich hier ein. So. Erstmal schön das Bett von denen abbauen jetzt. Hey, wo schlagen die mich denn? Ah, hier. Komm her. So.
einfach schön hierher. Nein. Der hat ein Schwert. Kacke. Egal, aber das packen wir schon noch, Leute. Das packen wir schon noch. Knockback-Stick. Zack. Dann habe ich hier noch ein Schwert. So, perfekt. Dann ein bisschen Ausrüstung. Die haben nämlich jetzt kein Bett mehr. Wir haben noch ein Bett. Das haben wir nämlich den entscheidenden Vorteil. So, ganz schön was zu essen. Und, ja, ein paar Blöcke könnte ich mir auch noch holen. Und, so, hier noch ein bisschen Eisen. Perfekt. Für eine kleine Brust. Und dann würde ich sagen, drödeln wir gar nicht lange. Gehen wir sofort wieder in die Mitte. Ah, okay. Also man verliert die Diamanten dann. Okay, ja gut. Das wusste ich nicht, dass man die dann gleich einsetzen muss, bevor man die verliert. Ich weiß aber nicht, wo dieser Typ jetzt ist. Oh, oh, okay, der Beta-Test endet nun bald. Die letzten Runden laufen nun an, okay. Schade, Schokolade, aber... Das wussten wir ja alle vorher, dass der Beta-Test jetzt dann bald zu Ende geht. Und ich finde es mega toll, dass wir einen kleinen Einblick hatten. Um zu gucken, wie der Server ist. Okay, die ist jetzt da hinten beim Teleporter. Achtung, Teleporter. So, ganz schnell nach Hause jetzt. Jetzt ist die nämlich bei uns, wenn die jetzt unser Bett abbaut. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen kritisch. Aber ich denke noch immer, dass wir den entscheidenden Vorteil haben, weil die hat keine Rüstung, die andere ist tot. So, ganz schnell nach Hause. Er muss jetzt von hinten gucken, dass wir den von hinten noch abschnitzen können. So. Okay, der baut sich jetzt hier rüber. Ja gut, soll er machen. Habe ich jetzt auch nicht sonderlich viel gegen. So. Oh, perfekt. Perfekt. Nein, wir haben gewonnen. GG. Nice. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war eine sehr, sehr schöne Runde. Wir haben wirklich ein gutes Teamplay betrieben. Ich bin nach vorn gegangen, habe das Bett abgebaut. Er hat die Kills gemacht, würde ich sagen. War echt eine wunderschöne Runde. Und ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ja, das war's erstmal vom Bergwerk Lab Server. Guckt auf jeden Fall mal ins Forum, registriert euch da, folgt den Leuten auf Twitter. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, was gerade so abgeht. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's. Haut rein, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao.